Die Kontrahenten stehen in ihrem ritterlichen Gewand bereit. Auf der Wartburg wird der Sängerkrieg ausgetragen. Der König gibt dem Knappen ein Zeichen und der Knappe singt mit glockenheller Stimme: Wolfram von Eschenbach, beginne. So trägt sich der Vorgang, Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, in Richard Wagners Oper Tannhäuser zu. Und dann tritt eben jener Wolfram von Eschenbach auf und preist die Liebe. Nicht die Wollust, das macht Tannhäuser, nein, die reine, gleichsam die verklärte Liebe, die höfische Minne. Das ist natürlich alles erfunden, Mitte des 19. Jahrhunderts, als das europäische und gerade das deutsche Mittelalter von vielen Künstlern der Romantik in ein neues, ein verklärendes, vielleicht auch ein nationales Licht gesetzt wurde. Wahr daran ist jedoch, dass es eine Lichtfigur in der Dichtung des späten 12., frühen 13. Jahrhunderts gab. Ein Mann, der wohl nach seinem Geburtsort im Fränkischen Wolfram von Eschenbach genannt wurde und der mit seinem Versroman Parsival, geschrieben in paarweise gereimten Versen auf Mittelhochdeutsch, die berühmteste Dichtung des Mittelalters schuf. Naturgemäß wusste das Mittelalter damals noch nicht, dass es das Mittelalter war. Diese Bezeichnung wurde der Periode erst im Nachhinein verliehen und der Name war spöttisch abwertend gemeint. Mittelalter, das war die Zeit, in der sich die Zivilisation am weitesten von den Idealen der klassischen Vorbilder, der Griechen, der Römer, entfernt hatte. Mittelalter, das waren dumpfe Christlichkeit, finstere Dogmatik, hochgezogene Visiere, Wunderglaube, starre Konventionen, Kreuzzüge, Kinderkreuzzüge. Kurz, es waren die Dark Ages, die finstere Zeit. Wie bei allen Einschätzungen, wie bei allen historischen Einschätzungen, Bewertungen, Vorurteilen, sind hier Wahrheiten mit Unwahrheiten locker durchmischt. Und gerade an der Erzählung Parsival lässt sich augenfällig demonstrieren, was nun die Spannungsbögen waren, auf denen die Kultur des Mittelalters spielte. Doch dazu lassen Sie uns erst einen kurzen Blick auf den Autor werfen. Ich habe ganz bewusst einen kurzen Blick gesagt, meine Damen und Herren, denn mehr werden wir auch bei längerem Hinsehen nicht herausbekommen. Dazu fehlen die verlässlichen Quellen. Verbürgt ist, dass Wolfram um 1170 in dem Ort Eschenbach, das liegt in der Nähe von Ansbach, geboren wurde, dass er, wie man so sagt, von ritterlichem Stande, mithin ein Adliger war. Wir wissen, dass er verheiratet und Vater einer Tochter war. Der Geburtsort nennt sich, um alle Zweifel gleich aus dem Weg zu räumen, Wolframs Eschenbach. Doch das erst seit 1917, 700 Jahre nach dem Tod des Dichters. Aber das soll die Glaubwürdigkeit der Ortsangabe nicht erschüttern. Aus seinen Werken lassen sich Rückschlüsse, Beziehungen zu hohen Adligen der fränkischen, der thüringischen Umgebung ziehen. Kühn, noch gar nicht allzu kühn, ist die Behauptung, dass der fünfte Teil des Parsival auf dem Burgsitz Wildenberg vollendet wurde. Das wäre eine Anspielung auf die Gralsburg im Parsival, das transportiere ich jetzt schnell aus dem Französischen ins Deutsche. Diese Gralsburg ist als Mont Sauvage, taucht sie auf. Mont Sauvage wäre eben wilder Berg oder Wildenberg. Parsival, beziehungsweise sein Autor, Wolfram, soll sich manchmal als ungebildet dargestellt haben. Damit hat er gewiss nur kokettiert. Denn unseren Begriff Fremdsprachen gab es damals noch nicht, weil es keine Sprache damals so recht eigen oder fremd war. Aber es darf eigentlich kein Zweifel daran bestehen, dass Wolfram, der nun auch ein wandernder Sänger war, sich im Lateinischen auskannte und im Französischen, vom Fränkischen haben wir bereits geredet. Heute würden wir sagen, er gab gern den kleinen Mann, den Mann aus dem Volke, der auch einmal, wenn Sie einen Ausdruck aus seiner Heimat gestatten, der auch einmal einen Furz gerade schießen lassen kann, der einen Spaß versteht und weitergibt, der gleichzeitig mit seiner Belesenheit und mit seiner Ignoranz prahlt, der sich naturgemäß dabei auch in den einen
oder anderen Widerspruch verwickelt. Sie merken, meine Damen und Herren, es ist kein leicht verdientes Brot, das am Ende eines wissenschaftlichen Tages dem aufgetischt wird, der sich der Erforschung dieser Fragen akademisch gewidmet hat. Die meisten, die verlässlichsten Hinweise werden aus dem Text, den Texten, er hat ja mehrere geschrieben, um den Parzival von Wolfram selbst gesogen. Also schauen wir uns die Geschichte des Parzivals in ihren Grundzügen an, und zwar so, wie sie bei Wolfram steht. Die erste Figur der Erzählung ist der Vater von Parzival. Er ist in den Orient gezogen und hat dort die schöne schwarze Königin Belakane geheiratet. Aus verschiedenen Gründen ist dieser Verbindung kein Glück beschieden. Der Vater macht sich heimlich aus dem Staub und lässt dabei nicht nur die Gattin, sondern auch den gemeinsamen Sohn zurück, der schwarz-weiß gescheckt auf die Welt kommt. Der Vater kehrt in den Westen zurück und heiratet erneut, diesmal die Schwester des Gralskönig Anfortas, die schöne Herzeloide. Mit ihr zeugt er Parzival. Doch bevor der Bub auf die Welt kommt, wird sein Vater im Kampf getötet. Herzeloide will ihren Sohn vor dem Ritterleben und seinen tödlichen Gefahren schützen. So zieht sie ihn in der Wildnis auf, sozusagen abseits der Zivilisation, wenn man Ritter als Zivilisation bezeichnen kann. Das hilft nicht, der Junge begegnet drei Kriegern, die ihm vom großen König Artus erzählen. Das bricht der Mutter das Herz, denn der Sohn erklärt ihr, er wolle jetzt auch Ritter werden. Und ungerührt von ihrem Tod macht sich Parzival auf zur Runde der Ritter und dem legendären König Artus. Ein leicht zu findender Weg, doch Parzival gelangt an sein Ziel. Naturgemäß wird er dort verlacht. Parzival, der Nase weiß von nirgendwoher. Doch er beißt sich durch, tötet einen feindlichen, vermutlich turmhoch überlegenen Ritter, von dem sich später noch herausstellt, dass es sich um einen Verwandten handelt, übernimmt dessen Rüstung und wird von nun an höfisch erzogen. Das heißt, er muss eben auch einer edlen Dame in ihrer Not beistehen. In diesem Fall einer Königin. Parzival rettet sie und ihr Anliegen. Danach wird geheiratet. Durch unseren Held, doch unseren Helden hält es nicht daheim. Er will zurück in den Kampf und gerät nun, das ist gleichsam der zweite Höhepunkt der Geschichte, an den Hof, an dem das Fest des Heiligen Grals gefeiert wird, mithin zu König Amfortas, wieder gesprochen seinem Onkel, dem Bruder seiner Mutter Herzeloide. König Anfortas ist krank und kann von seinem Leiden nur befreit werden, wenn ihn ein, sagen wir, ein schlichter Mensch nach seiner Gesundheit fragt, ihm damit Mitleid entgegenbringt. Die germanistische Fachwelt spricht hier von der Erlösungsfrage. Davon weiß der schlichte Mensch aber nichts. Er ist eben schlicht. Somit unterbleibt der Ausdruck des Mitgefühls. Das erfährt Parzival, als er die geheimnisvolle Burg verlassen hat. Und zwar von zwei weiblichen Wesen, am deutlichsten von der finsteren, der hexenhaften, nur für Liebhaber verlockenden Gralsbotin Kundri, die den jungen Kerl ob seiner Einfalt, seiner Tumpheit verflucht. Parzival sieht ein, dass er als Retter versagt hat, sucht jedoch, Held, der er nun einmal ist, die Schuld nicht bei sich, sondern verflucht Gott. Mehr als 4 Jahre lang wird er versuchen, die geheimnisvolle Gralsburg wiederzufinden. Auf dem Weg dahin erfahren wir, die wir die Leser sind, von einer anderen Burg, einer finsteren Gegenwelt. Es handelt sich um die des Königs Klingsor, Klingsors Zauberschloss, einem mehr als fragwürdigen Paradies, in dem er die niederen menschlichen Triebe ein Zuhause gefunden haben. Es gelingt einem Mitglied der Ritterrunde um König Artus, den Zauber dieser Burg zu zerstören. Die Tat wird belohnt und gefeiert. Doch dann und nur durch ein Versehen, das durch das Tragen von geschlossenen Visieren erklärbar ist, hätte der Bezwinger des Zauberschlosses fast seinen Tafelbruder Parzival in ein tödliches Gefecht verwickelt. Wir überspringen jetzt ein paar tausend Verse. Meine Damen und Herren, nicht leichtfertig, aber um die Konzentration zu wahren, und rufen Ihnen den Schluss des Versromanes ins Gedächtnis. Parzival trifft auf einen vermeintlich Fremden, der in Wirklichkeit aber sein Halbbruder
ist. Sie erinnern sich, der schwarz-weiß gescheckte Sohn seines Vaters mit der dunkelhäutigen Königin Belakan. Die beiden betreten den Artushof, treffen dort auf die Hexenhafte, ein böses Tag und ein verlockenderes Nachtgesicht tragende Kundri, die Parsival jetzt verkündet, er erhalte eine neue Chance, den Gralskönig durch eine mitleidige Frage zu erlösen und dadurch nicht nur ein Werk der Erlösung zu vollbringen, sondern mehr noch dessen Nachfolger als König zu werden. Im populären Roman würden wir sagen, ab jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Aber Parsival war für die Zeit und fast für alle Jahrhunderte danach ein populärer Roman. Also gestatten wir den Ereignissen ihr Fest, ihr Überschlagen. Also, Anfortas wird endlich von seinem Leiden geheilt. Parsival wird später sein Nachfolger als König werden. Parsivals Frau, Sie erinnern sich, die Dame, die bedrohte Königin, die er aus höchster Not gerettet hat, wird wieder mit ihrem Mann zusammengeführt. Der Halbbruder lässt sich taufen und geht mit seiner Braut zurück in den Orient. Parsival schaut voller Glück auf seinen Sohn, einen Bub mit dem seltenen Namen Lohengrin, der uns, das kann man an dieser Stelle nicht ausschließen, irgendwann einmal wieder begegnen wird, vielleicht sogar in einer Oper. Gut möglich, dass wieder Richard Wagner die Tasten im Spiel hatte. Wir haben ja bereits darauf hingewiesen, meine Damen und Herren, die deutschen Romantiker liebten das deutsche Mittelalter. Es ist unter Germanisten, unter Spezialisten für die Literatur des Mittelalters übrigens nicht unumstritten, ob Wolfram von Eschenbach den Stoff dieser Erzählung ganz nur aus sich herausschuf oder ob er sich von anderen Werken seiner Zeit anregen ließ. Gerade die Gralserzählung, also diese Geschichte vom aufbewahrten Kelch mit dem Blut Christi in einer Schale oder einem Stein, der von Rittern einer abgeschiedenen Burg bewacht wird. Diese Geschichte taucht ja in mehreren Legenden der damaligen Zeit auf. Diesen Streit um die Urheberschaft mögen andere ausfechten, aber dass es sich um einen populären Stoff handelt, ist schon daran erkenntlich, dass er bis auf den heutigen Tag seine Leser, vielmehr noch auch seine Zuschauer und Zuhörer findet, zu schweigen von den Weiterverwertern. Wir haben darauf hingewiesen, meine Damen und Herren, dass wir nicht wirklich etwas Brauchbares über die historische Figur des Wolfram von Eschenbach wissen. Aber wenn man den Parsival liest und sich sozusagen einen schriftstellerischen Kollegen vorstellt, dann erscheint dieser alles andere als eine strenge, mittelalterlich-asketische Figur. Als Erzähler springt er ständig mit uns herum und mit offensichtlichem Behagen. Und er springt auch ins Bild. Er stellt uns Fragen, lenkt uns ab. Manchmal nur scheinbar, manchmal direkt, nimmt uns dann wieder bei der Hand. Witzen geht er nie aus dem Weg und so recht prüde kommt er uns auch nicht daher. Hier zumindest zeigt sich das Mittelalter gewiss nicht von seiner finsteren Seite.